Willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Wir haben noch mehrere Sachen zu tun, die irgendwo sind. Was ist das da hinten für eine, was ist das für ein grüner Marker? Ach, Prüfer, das. Ja. Okay. Wir wollen erstmal die ganzen anderen unnötigen Sachen ausblenden. Wir hatten noch mehrere Quests. Hier ist eine Quest, beispielsweise. Hier ist ein Flakes. Hier ist eine Quest Level 40. Die wollen wir gar nicht machen. Fällt mir gerade so nebenbei auf. Okay. Wo? Wir haben doch hier extra. Genau, hier wollten wir hin. Beim letzten Mal und haben dann nur noch die Krokodile getötet. Ich erinnere mich. Und da werden wir jetzt weitermachen. 500 Meter. Geht leider nicht so schnell wie in Mittelerde des Stand des Krieges. Aber ich glaube, das hatte ich schon mehrfach erwähnt. Ich brauche die jetzt leider, tut mir leid. Was? Oh, Mist, Mist! Hab ich gerade selbst den Preis gestellt? Scheiße! Geh aus, verdammt! Verdammte Flammen! Nein! Wie lange brenne ich denn? Also man brennt schon ganz schön lange, wenn ich das so sagen darf. Achso, hier ist ein. Oh. Wie komme ich denn hier rüber? Ah, mit einem Boot. Das ist gut gemacht. Also ich muss gestehen, das ist gut gemacht. Dass hier wirklich an sich überall einfach mal ein Boot ist. Das ist sehr gut gemacht. Also, auf geht's rüber. Also man findet überall am Ufer irgendwo mal Boote. Das ist halt, damit man echt gut reisen kann. Und das ist wirklich nett. Senno! Hey, Senno? Wonach hältst du Ausschau? Hm? Was denn? Achte auf deinen Adler. Die Römer fangen jedes Tier, das sie finden. Tahira, was machst du? Auch schön, dich zu sehen, Bayek. Siehst besser aus. Wusstest du, dass ich hier bin? Ich hoffte es. Dein Ruf eilt dir weit voraus. Sogar ich kenne Geschichten von Bayek von Siva. Was machst du hier draußen? Ich will nicht, dass dieses Tal ein römisches Schlachthaus wird. Sie fangen unsere Tiere und schlachten sie in Rom ab für ihre Götter. Ich kenne die Geschichten. Alleine kann ich nicht viel ausrichten. Ich betete zu Sobek und er schickte mir dich. Komm. Tahira! Warte! Hey! Okay. 150 Meter bis zum Schnellreisepunkt, genau das will ich. Wieso führte dein Weg dich hierher? Seit wir uns zuletzt sahen, bin ich in eine starke Strömung geraten. Warst du noch mal in Siva? In deiner Rolle als Magi? Nur kurz. Es war keine Heimat mehr. Verschafft mir mehr Zeit, ich muss weiter. Verschafft mir mehr Zeit, ich muss weiter. Hallo? Ich würde gerne kurz da hoch, ich möchte mir einen Schnellreisepunkt haben, holen. Weil. Ach, der ist gar nicht hier, der ist hier bei Sobek. Gut, dann holen wir uns hier eben den Schnellreisepunkt. Schnell wie der Wind, was, Tahira? Was möchtest du? Na toll. Super gemacht. Verschafft mir mehr Zeit, ich muss weiter. Scheiß Krokodil! Scheiß Krokodil!
Wir nehmen uns einfach mal ein bisschen von dem Leben, ne? Scheinbar haben noch mehr Leute hier. Wahrscheinlich. Ich glaube, jetzt habe ich genug Leder. Nein, ich kann noch nichts herstellen. Oh, okay. Never mind, ich habe nicht genug Leder. Egal. Gut. Was? Was wollte ich sagen? Was ist das, du Ratte? Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Okay. Dankeschön. Tahira, komm. Komm hin mit dir. Hä? Hey, da kamen wir doch her, oder nicht? Ich glaube nicht, dass das... Oh nein, nicht wirklich. Verschafft mir mehr Zeit! Ich muss weiter! Tahira. Oh shit. Komm, wir haben es eilig. Die sagt so schön, komm, wir haben es eilig. Ja, dann komm doch. Flieg wie der Wind. Ist das dein Ernst? Komm. Und du? Wie bist du hier gelandet? Ich ließ mich von dir inspirieren. Komm, wir haben es eilig. Bereit? Ich ließ mich von dir inspirieren. Ich bin auch eine Beschützerin. Von was? Was ist das für ein Ort? Ein Schrein für Sobek. Ach. Sehr alt. Jetzt soll sehr ich... Sehr gefährlich. Das ist doch nicht dein Ernst. Klettern. Hier ist es nicht sicher. Da war ich doch gerade. Da war ich. Was? Na, okay. Dann gehen wir halt nochmal hier hoch. Okay, da war eben da hinten, aber... Alte Ruinen, alte Götter. Vielleicht. Aber trotzdem haben sie viel Macht. Shh. Sieh hin. Oh, bei Amuns Hörnern. Sobeks Kind. Wo ist sie? Da fehlt doch eine. Die Römer. Triff mich beim Römerlager. Naja, ehrlich gesagt habe ich gerade eben 10 von den Krokodilen abgeschlachtet, aber, ja. Bei Amun, sie ist schnell. Ich überlege, das Krokodil jetzt einfach abzuschlachten, aber ich glaube, das fände ich nicht so geil, ne? Dann lass ich es mal lieber. Komm zu mir, wenn du kannst. Komm zu mir, wenn du kannst. Bla bla bla. Ausrüstung. Kann ich denn jetzt hier schon wieder mal. Oh, ich brauche dafür. Oh, Pelze. Was brauche ich hierfür? Einfach nur Kohlenstoff. Ja, okay. Das reicht mir auch erstmal. Ich brauche eigentlich nur dieses Kohlenstoffzeug. 5 Stück, also noch 3 Stück. Und ich glaube dann nochmal 5, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ganz ehrlich. Du verlierst keine Zeit. Das ist der Bayek, den ich kenne. Die verfluchten Römer haben sie in ihr Lager gebracht. Gemeinsam befreien wir sie. Und töten sie dann selbst, um das Leder abzugreifen? Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, mal eben 10 weiches Leder abgegrast. Ah, hier ist ein Boot. Also ich bin nicht der tierfreundlichste, meine liebe Tahira, weil, also eigentlich mich überhaupt nicht, also ich habe irgendwie, die Tiere sehe ich hier gerade nur als Material, also da ein bisschen Leder, da ein bisschen hartes Leder, da ein bisschen Pelz, also ich bin jetzt nicht derjenige, der hier einen auf Tierschützer macht in diesem Spiel, aber gut, dass du, sehr gut verschanzt. Ich sag...
um Pelze ohne Ende. Ich meine, was? Schauen wir uns dort mal um. Das ist nicht sicher. Die ersten vier schon mal weg. Dem wird das jetzt vermutlich auffallen. Stanley! Voilà! Auch gerade leider Pelz. Du bist nicht so wegscannen. Auch nicht so als Kind. Wo sind die ganzen anderen Pelze? Hier waren noch mehr Pelze. Ah. Ich schlag die ganze Zeit Tahira bisher. Nein, aber nicht. Aua. Kätzchen sitzt. Och, Leder. Pelz. Ja, Leder auch, aber Pelz. Okay. Bei Amun. Eskortiere das Kind sogar. Aha, wohin? Bis es im Wasser ist oder bis da hinten hin wirklich? So, bitte. Ich will dir nichts tun, Sobek weiß das. Ja, hoffentlich. Bayek, wir müssen dafür sorgen, dass sie zum Schrein gelangt. Anscheinend müssen wir ein bisschen Abstand halten. Oder soll ich jetzt vorausschwimmen als Köder oder was? Ich weiß nicht, ob die mich fressen will. Und ich weiß nicht, wo der Schrein ist. Wo ist der Schrein? Schnellreisepunkt.
Wo ist Tahira? Ich habe Feuerpfeile. Feuerpfeile ist echt nicht gut für das, was ich hier gerade vorhabe. Oh, so weg. Da. Komm mit. Nein. Du sollst dich jetzt nicht an dem Nilpferd laben. Komm mit. Komm schon zur weg. So weg. Ja, jetzt geht er auch mal selbst. Okay. Und jetzt wieder nicht, oder was? Ist das nicht dein Ernst? Kommst du bitte? Das ist übrigens immer noch das andere Tier. Ist die Frage, was passiert wäre, wenn ich das ausgelöscht hätte. Hätte ich eigentlich echt mal machen müssen, um einfach nur zu wissen. Danke. Sobek wird uns dieses Jahr wieder eine Nilflut schicken. Gern geschehen. Hätte nie gedacht, dass ich Krokodile mal romantisch finden würde. Furchterregend, aber wunderschön in ihrer Wildheit. Besuch mich nochmal, bevor du gehst. Ja? Na gut. Das mache ich. Hier, Bayek. Die Götter brauchen uns immer noch. Was? Hier, Bayek? Hier, warte, renn doch nicht weg. Warte. Was soll das denn? Hallo. Wie dumm ist das denn? Jetzt rennt die mit einer Quest weg? Ist das ihr Ernst? Hallo, dann bleibt doch. Hallo? Rennt die mit einer Quest weg? Hallo, rennst du mal? Dafür beklaue ich dich jetzt. Was hast du für Pläne, Tahira? Sobek ist noch nicht fertig mit mir. Und deshalb braucht er auch dich. Bist du dabei? Ich habe viel zu tun. Um was geht es denn? Römische Jäger fallen wie Maden über dieses Land her. Schon bald haben sie wieder ungeschehen gemacht, was wir erreicht haben. Sie werden alles vernichten. Doch schlagen wir jetzt zu, solange sie noch allein und getrennt sind, können wir ihnen genug wehtun, um sie zu verscheuchen. Brauchst du wirklich meine Hilfe? Sonst würde ich nicht darum bitten. Machen wir gleich. Aber vorher greife ich mir hier alles. Ein Jagdbogen. Sie hat was gegen Jägerin, aber hier ist ein Jagdbogen. Alles klar, Tahira, alles klar. Okay. Das war's aber mit dem jetzigen Part. Wir werden das nächste Mal unserer lieben Tahira wieder folgen. Ich sage bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.